Frank Rosin hat eine neue Fernsehshow und diese Show ist ein frecher Tritt ins Gesicht für alle Fans, die Community und vor allem für alle Teilnehmer. Jeder kennt die Fernsehsendung Rosins Restaurants. Frank Rosin hilft verzweifelten Gastwirten. Aber weil die während Corona nicht ganz so gut lief, warum auch, es gab kein Testessen und die Hälfte der Sendung bestand daraus, dass Tische und Stühle hin und her geschleppt wurden, dachte sich das Team um Frank Rosin, besinnen wir uns doch zurück zu unseren Wurzeln. Und diese nicht etwa kochen oder Gastronomen helfen, sondern Menschen in Notsituationen im landesweiten Fernsehen bloßstellen. Oder wie man das heutzutage nennt, Rosins Heldenküche. Das hier wird kein Rant-Video, sondern vielmehr eine Bestandsaufnahme. Ich glaube nämlich, dass Frank Rosins neues Format ihm und seiner Reputation als Marke sehr, sehr schaden wird. Aber eins nach dem anderen. Lehnt euch zurück, schneidet euch ein paar Cherry-Tomaten und löscht euch mit etwas Weißwein ab. Wir tauchen jetzt tief ab in Rosins Heldenküche. Die Grundprämisse der Show ist schnell erklärt. Frank Rosin gibt 10 Menschen, die aus der sozialen Unterschicht kommen, die Chance, eine Ausbildung in einer Top-Gastronomie zu bekommen. Und da haben wir wirklich alles dabei, was man sich darunter vorstellt. Den Ex-Knacki, den Typen, der früher in der Schule gemobbt wurde, die hibbelige 18-Jährige, die total nervös ist, den super coolen Assi, dem alles egal ist und die Mutter von 3 Kindern mit einem Alkoholproblem. Oder um das mal mit anderen Worten zu sagen, diese Menschen sind so verzweifelt, die kapieren gar nicht, dass sie gerade für ein Trash-TV-Format instrumentalisiert werden. Und Junge, 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 das Produktionsteam gibt wirklich alles, um sämtliche Klischees vor die Linse zu bekommen. Da haben wir zum Beispiel André. Früher in der Schule gemobbt, war im Knast wegen Betrug und hat sogar das Sorgerecht für seinen Sohn entzogen bekommen. Und in der Heldenküche blüht er dann richtig auf. Durch sein Schnitzelbraten kann sogar sein Sohn wieder richtig stolz auf ihn sein. Erzähl mir doch ruhig was. Hm? Finde ich ihn, dass du kochst. Oh, da geht einem doch das Herz auf. Oder auch Pascal. Früher war er ein Draufgänger, zu cool für die Schule, zu cool für eine Ausbildung. Er hat lieber mit Kumpels abgechillt und Alkohol getrunken. Aber auch hier weiß Koch und Sozialpädagoge Frank Rosin Rat. Pascal ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel von ich verstecke mich hinter meiner Fassade, mache hier irgendwie den Clown, spiele den Rapper, aber täusche da einfach nur was vor. Bei dem geht gar nichts. Und das soll er mir sagen. Dann habe ich ihn. Und wer hätte das gedacht? Frank Rosin schafft es, auch diesen Problemfall in die richtige Spur zu rücken. Manchmal habe ich vielleicht eine provokante Seite auch an mir, das mag sein. Und ja, das sollte ich vielleicht in Zukunft mehr so unterbinden. Frank, es ist schön, dass es Menschen wie dich gibt. Menschen, die richtig anpacken und genau den Leuten helfen, die Hilfe verdient haben. Bitte? Pascal heißt in Wirklichkeit Marco und ist Schauspieler aus Formaten wie Auf Streife und Köln 23.12.4? Das wäre ja dann die totale Verarsche. Also nochmal langsam. Marco ist ein deutscher Laienschauspieler, der in diversen Trash-Formaten bereits mitgespielt hat. Kann man ganz easy auf seiner Instagram-Seite nachschauen. Da nennt er sich sogar Schauspieler. In Rosins Heldenküche wird er aber Pascal genannt und es wird mit keinem Wort erwähnt, dass er ein Schauspieler ist. Im Gegenteil, die Sendung betont immer wieder, seit Sekunde 1, dass alle Teilnehmer aus extrem schwierigen Verhältnissen kommen und diese Sendung ihre allerletzte Chance ist, eine Ausbildung oder ein geordnetes Leben zu bekommen. Mein Name ist Frank Rosin. Darum möchte ich den Menschen, die im Leben nicht so viel Glück hatten, mit diesem Projekt den Schritt in ein glückliches, erfülltes Leben ermöglichen. Mit keiner Silbe wird auch nur angedeutet, dass es sich um eine inszenierte Show handeln könnte. Versteht mich hier bitte nicht falsch. Ich erwarte nicht, dass in einer TV-Show alles real ist. Allerdings wird in Rosins Heldenküche am laufenden Band erwähnt, dass hier alles 100% real ist und auch Frank Rosin selbst wirbt ununterbrochen dafür. Wir geben 10 Menschen die Möglichkeit, ins gesellschaftliche, soziale Leben wieder zurückzukommen. Und es wird sogar noch schlimmer. Wenn einige der Teilnehmer Schauspieler sind, ist das nicht etwas unfair gegenüber den Teilnehmern, die sich wirklich bemühen und auf einen Ausbildungsplatz hoffen? Was passiert denn, wenn Pascal/Marco gewinnt? Wird er dann Koch oder was? Junge, was soll die Scheiße? Aber, okay, Frank, das ist nur meine Einzelmeinung. Das ist meine persönliche Meinung. Wir können gerne mal das Internet fragen, was es davon hält. Was Frank Rosin in Rosins Heldenküche abzieht, ist moralisch verwerflicher Abfall. Oder in anderen Worten, diese Sendung ist wie ein Gericht, das nicht mit Weißwein abgelöscht wurde. Du verarschst nicht nur deine Teilnehmer, indem du Schauspieler mitmachen lässt, sondern auch deine Community, Frank, denen du bei jeder Gelegenheit erzählst, wie sehr du für deine Helden kämpfst und für sie alles tust, damit sie ein besseres Leben haben.
Schauen wir doch mal, was du wirklich machst. Allein die Grundprämisse dieser Sendung ist schon unendlicher Bullshit. Du lädst 10 benachteiligte Menschen ein, bietest aber nur 3 Ausbildungsplätze an. Wenn es dir wirklich um die Menschen gehen würde, würdest du die alle irgendwo hin vermitteln, egal ob die eine gute Leistung bringen oder nicht. Wobei, wenn 7 von denen Schauspieler sind, die vertraglich noch vor dem Finale ausscheiden, dann wird das Ganze ja wieder aufgehen. Worin liegt der Sinn, Menschen, die offensichtlich nicht auf Druck klarkommen, in eine Drucksituation zu versetzen? Wir alle wissen genau, warum du das machst. Nicht, weil du denen helfen willst, sondern weil für dich die Quote stimmen muss. Und das funktioniert ja auch wunderbar. Menschen in Notsituationen, denen das Wasser bis zum Hals steht, vor eine Kamera zu stellen und um einen Ausbildungsplatz kämpfen zu lassen. Richtiger Gentleman-Move. Außerdem ist Rosins Umgang mit den Teilnehmern absolut unverhältnismäßig und ungerecht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige der Teilnehmer keine Schauspieler sind. Rosin stellt sich doch wirklich vor die Kamera und erzählt den Zuschauern, wie er diesen Menschen durch seine Lektionen weiterhilft. Wer das nicht verstanden hat, Frank Rosin, ein Koch, Unternehmer und Fernsehsternchen, trifft auf Menschen, die eine Alkoholsucht hinter sich haben, 3 Kinder vom Jugendamt abgenommen bekommen haben oder so antriebslos sind, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen, und gibt ihnen Tipps fürs Leben. Also, gibst du mir eine Antwort? Ja, Frank. Ach so, Entschuldigung. Ja, Frank. Ja, mach ich. Mach Kommuniziere ich. Mit mir. Ja. Werd wach. Werd wach. Junge, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Viele der Teilnehmer werden in der Show so dargestellt, dass man davon ausgehen muss, dass psychische Probleme vorliegen und dass sie eher eine Therapie bräuchten anstatt eines Sternekochs. Die Maria hat wirklich extrem starke Momente. Genauso hat sie dann auch schwache Momente, wo man dann auch merkt, ja Mädchen, du hast wirklich ein Problem in deinem Leben. Wo bitte liegt Franks Expertise, diesen Menschen Ratschläge zu geben? Ich halte das für fahrlässig und sogar gefährlich, wenn ein ungeschulter Laie wie Frank, der dazu noch unglaublich narzisstisch und launisch ist, auf solche Menschen losgelassen wird. Aber ey, vielleicht irre ich mich auch. Und Frank hat tatsächlich das nötige Feingefühl, um mit diesen Teilnehmern umzugehen. Hey! Los jetzt sofort! Fairerweise muss man an dieser Stelle sagen, dass sich Frank später für seinen Ausraster entschuldigt hat und eingesehen hatte, dass er im Unrecht war. Das ändert aber nichts daran, dass er der völlig falsche Host für dieses Format ist. Ich hoffe wirklich, dass während den Dreharbeiten eine geschulte pädagogische oder ärztliche Fachkraft mit vor Ort war, um sicherzustellen, dass keiner der Teilnehmer sich nach den Dreharbeiten etwas antut. Dass Frank die völlig falsche Person ist, um mit diesem Schlag Menschen umzugehen, sehen wir an jeder Stelle in diesem Format. Er hat seine Lieblinge und da wird mit zweierlei Maß gemessen. Jetzt kommen wir zu der Sache mit Maria und Pia. Und Frank, wenn dich das Internet bis jetzt noch nicht gehasst hat, dann hast du es spätestens nach dieser Aktion geschafft. Also ich gehe wieder davon aus, dass sowohl Pia als auch Maria keine Schauspieler sind. Pia kam etliche Male zu spät, hat verschlafen und vor Frank dann Ausrede um Ausrede gefunden. Sie hat ihm sogar eine Kündigung ihrer Wohnung vorgelegt, woraufhin ihr Frank einen Anwalt besorgt hat. Obwohl Frank vorher immer wieder gesagt hat, dass jeder rausfliegt, der zu spät kommt, bekam Pia mindestens 3 weitere Chancen. Und darum bekommt sie von mir auch einen Joker, nämlich den Mutter von 2 Kinder-Joker. Und da sehen wir wieder unsere geschulte pädagogische Fachkraft Frank Rosin. Der weiß ganz genau, wie man mit diesen Schlitzohren umgeht. Bloß keine Konsequenzen zeigen. Außer die Quote wird dadurch erhöht. Tja, und dann kam Maria. Die pendelt täglich von Aachen nach Düsseldorf und verbringt laut eigenen Angaben 6 Stunden im Zug. Die steht so früh auf, dass sie im Schlafanzug am Bahnhof steht und für einen Obdachlosen gehalten wird. Und ich schäme mich dafür, dass ich im Schlafanzug angesprochen werde. Weil ihr der Stress mit dem Pendeln und dem Schlafmangel zu viel wird, will sie hinwerfen. Nach einem kurzen, belehrenden Monolog von Frank, wie hart er damals in seiner Kindheit, als sie Gummistiefel noch aus Holz waren, geschuftet hat, respektiert er ihre Entscheidung und wirft sie aus der Sendung. Das, was wir hier machen, ist im Grunde genommen eine mentale, dass man seinen Schweinehund überwinden muss. Kleiner Moment in deinem Leben. Ich bin in deinem Alter und jünger. Arsch zusammen zu kneifen, jetzt gebe ich mal Gas. Sein Argument war, wenn man ihr eine Unterkunft gesucht hätte, hätte sie nie gelernt, wie es ist, im Leben hart zu arbeiten. Damit du nicht reisen musst, organisiere ich dir ein Hotelzimmer. Das ist nicht real und die Heldenküche ist nun mal eben real. So real wie Pascal? In der Heldenküche gelten für alle dieselben Bedingungen, auch für Maria. Also hierfür organisiere ich dir einen Rechtsanwalt. Gut, dass Pia versteht, dass es wichtig ist, hart im Leben zu arbeiten. Wenn du ihr einen Anwalt besorgst,
und sie keine Konsequenzen spürt, wenn sie mal wieder verpennt. Und dass sich die Show die Unterkunft nicht leisten könnte, damit brauchst du erst gar nicht anzufangen. Ein Bahnticket von Aachen nach Düsseldorf kostet etwa 40 Euro. Ein Hostel in Düsseldorf hat ungefähr den gleichen Preis. Da hätte das Team sogar noch Geld sparen können. Von dem Geld wäre vielleicht sogar noch genug übrig geblieben, dass du dir so einen schicken, pinken Hoodie kaufen kannst. Die magst du doch so gerne. Zum Schluss will ich noch kurz ausführen, warum Rosins Heldenküche im Vergleich zu Rosins Restaurants eine so problematische Sendung ist in meinen Augen. Die Sache ist nämlich, ich mag Frank. Beziehungsweise, ich mochte ihn. Bei Rosins Restaurants hatte ich fast immer das Gefühl, dass Frank tatsächlich den Ehrgeiz hat, diesen Menschen zu helfen und es ihm im Herzen ein Anliegen ist. Dass seine Redakteure das ein oder andere dramatisiert haben, darüber kann ich hinwegschauen. Aber im Großen und Ganzen hatte Frank damit verhältnismäßig gute Absichten. Außerdem geht es bei Rosins Restaurants um Geschäftsleute. Menschen, die offenen Auges ein Unternehmen eröffnet haben. Auch wenn die dann 200.000 Euro Schulden haben, kann ich damit nur bedingt Mitleid haben, weil die das ja selbst verbockt haben. Ich weiß, es ist wahrscheinlich falsch, aber ich gehe davon aus, dass ein Mensch, der ein Unternehmen eröffnet, auch Verantwortung dafür übernehmen muss. Ich schieße mir ja auch nicht selbst ins Bein und jammere dann rum, wie ungerecht die Welt ist. Bei Rosins Heldenküche auf der anderen Seite werden junge Menschen ohne Perspektive in einem unfairen Wettkampf zur Schau gestellt. Trash-TV à la Frauentausch. Und dieses Niveau hätte ich Frank wirklich nicht zugetraut. Allen Teilnehmern dieser Show, die dort tatsächlich mitmachen, um einen Neustart zu machen, ich wünsche euch alles Gute und hoffe sehr, dass ihr keine negativen Auswirkungen dadurch in eurem privaten oder beruflichen Umfeld erfahren werdet. Ernst gemeintes Angebot, wenn einer von euch, also einer der Teilnehmer dieser Show, Bock hat, mit mir über eure Erfahrungen zu sprechen, schickt mir einfach eine Mail. Vielleicht können wir dann das ein oder andere klarstellen. Was ist eure Meinung zu Franks neuer Show? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns kommende Woche. Löscht bis dahin eure Kirschtomaten mit reichlich Weißwein ab und wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen. Wenn ihr genauso geschockt seid, was aus Frank Rosin geworden ist wie ich, dann lasst uns doch gemeinsam zurückgehen in die gute alte Zeit, als die Wände noch mintgrün waren und das Essen noch in Mikrowellen gekocht wurden. Dafür habe ich ein Video gemacht, findet ihr hier oben, hier unten gibt es noch ein anderes Video. Und wenn ihr jede Woche neue, mit Weißwein abgelöschte Gerichte auf diesem Kanal haben wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Geht auch ganz einfach und schmeckt garantiert besser als die neue Sendung von Frank Rosin. Das verspreche ich.